Die anderen draußen sagen immer noch, ach du Armer, du musst nach Frankfurt ziehen. Für die, die es getan haben, ist es längst nicht mehr die Hölle auf Erden. Mal rein vom Logischen her. Wenn eine Stadt nicht wachsen kann, weil es geht nun mal nicht, aber sie vergrößert sich, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Entweder wir hauen alle ab oder wir bauen nach oben. Es ist ja keine Stadt, die so kritisch mit den Politikern ihres Rathauses umgeht wie hier in Frankfurt. Es ist jetzt heute alles in normalen Fahrbahnen, aber damals war das eine aufsässige Stadt. Und darin habe ich mich wohlgefühlt. Frankfurt, Metropole in Miniatur. Für Außenstehende kalte Bankenstadt. Für mich bunt, vielseitig, voller Widersprüche. Warum wurde Frankfurt, wie es ist? In einem der schmuddeligsten Viertel der Stadt. Johnny Klinke, Varieté, Theaterdirektor, hat geladen. Mit manchen seiner Gäste verbindet ihn eine lange Freundschaft. Mit anderen eher das Gegenteil. Mit den meisten jedoch teilt er ein Stück Frankfurter Geschichte. Deshalb besuche ich ihn an diesem Ort. Früher, 1968, versuchte er mit lautem Protest die Welt zu verändern. In den Straßen begehrt die Jugend auf gegen das Verdrängen der Nazizeit, gegen den spießigen Muff der Nachkriegsjahre, für Selbstbestimmung und Freiheit. Er kämpft mit guten Freunden, Joschka Fischer, später Außenminister, Daniel Cohn-Bendit, Studentenführer in Frankreich, später Europaabgeordneter, Matthias Belz, später Kabarettist. Alle sind Mitglieder des revolutionären Kampfes, wollen die Revolution zu den Arbeitern bringen. Die aber wollen lieber ein Eigenheim. Die Proteste eskalieren, verstören für viele die Gewalt. Die Bewegung ist uneinig, zersplittert in verschiedene Gruppen. 68, auch in Frankfurt, hat mehr verändert und die Gesellschaft in eine moderne, internationale Welt geöffnet, als alle anderen Dinge, die danach kamen. Aber selbstkritisch auch, die Grenzen, die das haben musste, die Revolution hat Gott sei Dank nicht stattgefunden. In zwei Kaufhäusern der Frankfurter Innenstadt brachen in der Nacht zum 3. April dieses Jahres Brände aus. Der Sachschaden wurde mit rund 2 Millionen Mark angegeben. Feuerwehr und Kriminalpolizei entdeckten in den Trümmern die Reste von Brandsätzen und elektrischen Zündern. Auch dazu hat die Protestbewegung geführt. Harmlos scheinen die jungen Brandstifter, darunter Gudrun Enslin und Andreas Bader, 1968 nur wenigen bekannt. Für ihre Tat stehen sie vor Gericht. Anprangern wollten sie den Terror in Vietnam und die Ausbeutung der Dritten Welt. Treffen wollten sie Symbole des Kapitalismus. Gebrannt hat auch das Kaufhaus M. Schneider, ein Frankfurter Familienbetrieb. Ob das ihre Absicht war? Die Polizei um ihre Hilfe. Wenige Jahre später werden sie die Rote Armee-Fraktion, die RAF, mitgründen. Aus Protest wird eine Welle der Gewalt.
Es trifft auch Frankfurts Bankenwelt. 1977 wird in seinem Haus Jürgen Ponto, Chef der Dresdner Bank, niedergeschossen. Dazu bekennt sich die zweite Generation der RAF. '89 wird der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ermordet. Gerade er hatte sich dafür eingesetzt, den Ländern der Dritten Welt Schulden zu erlassen. Die Täter sind bis heute nicht ermittelt. Trauer und stiller Protest in Frankfurts Bankenviertel, ein Tag nach dem Tod Alfred Herrhausens. 10.000 Menschen ziehen durch die Straßen. Das ist mal ein schwerer Schock. Wenn man das sozusagen hautnah erlebt, dann ist das natürlich etwas, was einen bewegt. Zumal, wenn man mit ihm zusammengearbeitet hat, wenn er in Anführungsstrichen Kollege war und Ähnliches. Das ist wie, wenn ein Freund plötzlich umgebracht wird. Frankfurt am Main zieht an, stößt ab, polarisiert. Die Stadt ist zum Symbol für die Macht des Geldes geworden. Ich suche das Gespräch mit einem, dessen Karriere mit dem Aufstieg der Stadt zur internationalen Finanzmetropole einherging. 1969 wird Rolf Breuer nach Frankfurt versetzt. Er beginnt als Assistent des Börsenchefs der Deutschen Bank. Ich bin mit meinem Chef, dem damaligen Börsenchef, jeden Tag zur Börse zu Fuß gegangen, wo immer das Hauptquartier der Deutschen Bank war. Das hat in diesen Jahren ja auch einige Male gewechselt. Und meist über die Freskas. Und von daher war Frankfurt ganz hautnah. Und dann wurde gehandelt durch Zuruf. Der Computer spielte eine geringe Rolle. Es gab zu jener Zeit 8 Börsen, von Bremen bis München, von Berlin bis Hannover. Also zunächst einmal musste sich Frankfurt durchsetzen, innerhalb Deutschlands. Dann war aber die Konkurrenz zu Paris, zu Mailand, zu Zürich und zu London. Von daher war es ein Konkurrenzkampf. Konkurrenzkampf auch in der Stadt. Zwischen Historie und Moderne. Um die alte Oper wird jahrelang gestritten. Der Oberbürgermeister Arndt wollte die alte Oper-Ruine ja in die Luft sprengen. Und das führte zu einer, in Anführungsstrichen, Aufruhr unter den Bürgern der Stadt, die ihre alte Oper geliebt hatten und wieder aufgebaut sehen wollten und einen Verein gegründet haben, der in der Tat sich zur Aufgabe gemacht hatte, Geld zu sammeln. Auch die Frankfurterin Gisela Paul möchte sich am Wiederaufbau der alten Oper beteiligen. Zu dieser Zeit macht sie gerade eine Lehre zur Bürokauffrau. Da war ja nun gar kein Geld da, da mussten wir ja dann sogar Steine kaufen. Und ich weiß noch, wir Lehrlinge, wir hatten ja nicht viel Geld in dem Sinne, ja. Aber trotzdem, ein kleines Steinchen haben wir uns, glaube ich, alle. Das musste drin sein. Das finde ich auch gut. Weil das ist ein Stück, was unsere Generation wieder aufgebaut hat. Und was aus diesem alten Operngebäude gemacht wurde, das ist ein Traum, das ist ein Träumchen. Und wenn ich Zeit habe, dann stehe ich da und sage, mein Gott, was bist du ein schöner Bau. Noch ehe 1970 der Aufbau der alten Oper beschlossen wird, schaut sich ein Fremder in der Stadt um. Ich bin nach Frankfurt gefahren, anonym. Und habe mir eine Woche lang die Stadt angeguckt, also insbesondere die Kultureinrichtungen. Und habe dann festgestellt, dass hier ein riesiges Defizit, zum Beispiel an Museen, stattfand. Also hier gab es viel zu tun und das hat mich hauptsächlich gereizt. Hilmar Hoffmann treffe ich, weil er Frankfurt zur Kulturstadt gemacht hat. 1970 wird er von Oberhausen im Ruhrgebiet hierher geholt, als neuer Kulturdezernent.
In Frankfurt, stellt er fest, gibt es vor allem Hochkultur für die, die es sich leisten können. Das will er ändern. Kultur, sagt er, ist für alle da. Wir haben dann Stadtteilbibliotheken gebaut. Wir haben in jedem größeren Stadtteil über 10.000 Einwohner ein Bürgerhaus gebaut. Da konnten dann die Italiener, da konnten die Türken ihre eigenen Theaterstücke aufführen. Und wir haben dann Straßenfeste dazu organisiert, sodass Nachbarschaft entstand. Und dass die Frankfurter Bürger sahen, dass die Gastarbeiter, die hier in Frankfurt lebten, ihre eigene Kultur hatten, und zwar auf Augenhöhe. Und dieses Bewusstsein zu erzeugen, war, glaube ich, ganz wichtig, auch für den Frieden. Frankfurt ist ja eine der ganz wenigen Städte, wo es keine radikalen Auseinandersetzungen mit den Ausländern gab. Frankfurt ist bunt. Menschen aus über 170 Nationen leben hier. Anfang der 70er ist jeder sechste Einwohner ausländischer Herkunft. Schon damals freuen sich nicht nur Kinder, wenn es Frühling wird in der Stadt. Zu dieser Zeit ist Corrado Spadotto einer derer, die das Leben farbenfroher machen. Er eröffnet ein Eiscafé. Schon einige Jahre zuvor war er von Italien nach Frankfurt gereist, um in einer Eiskonditorei auszuhelfen. Bleiben wollte er eine Saison. Und da bin ich praktisch hier gekommen mit so einem Arbeitsvertrag. Ich habe praktisch alles hier gefunden. Schlafen, Essen, Arbeit, alles. Die erste Zeit ist aber auch Sehnsucht von zu Hause, von meiner Mutter, von meinem Vater, von meinen Brüdern. Aber hier war ein Team. Und da von diesem Team, und dann war ich immer neugierig zu lernen. Und da ist praktisch diese Sehnsucht nach Italien dann ein bisschen war weg. Und dann langsam, ich habe diesen deutschen Kurs gemacht. Und dann nach fünf Jahren habe ich auch meine Frau gefunden. In der Nachbarschaft wohnt Petra Schier und kauft häufig Eis für sich und ihre Eltern. Petra und Corrado verlieben sich ineinander. Doch ihre Liebe leben sie heimlich, einige Jahre lang. Es war natürlich schon schwierig. Ich würde sagen, vielleicht vor allen Dingen für meinen Vater. Die einzige Tochter und Gastarbeiter. Und mein Vater, also meine Eltern hatten da natürlich ein bisschen Angst. Ist das nur kurz und dann bleib ich alleine? Oder also die Vorurteile, die Gedanken waren schon da. Denn ich meine, klar, meine Eltern wollten das Beste für die Tochter. Ist ganz klar. Aber irgendwie, wir hatten gefühlt, dass wir zusammengehören. Und dann mit der Zeit, ich habe Geduld gehabt und sie hat auch Geduld mit seinen Eltern, und wir haben gewohnt praktisch. Ja. Und dann bin ich hier geblieben. Als Petras Eltern Corrado kennenlernen, verfliegen die Vorurteile. Über 40 Jahre sind sie inzwischen verheiratet. Das Café Eis Christina ist ihr Lebensmittelpunkt. Vor einigen Jahren haben sie erweitert. Ihr Eis nach eigenem Rezept macht sie zu einem beliebten Ort im Frankfurter Nordend. Zum Arbeiten geholt, aus der deutschen Gesellschaft ausgegrenzt, häufig ohne Familie in dieser fremden Stadt. Ein spärliches Einkommen. Widrig die Lebensumstände von Gastarbeitern in den 70ern. Sie wohnen in Absteigen- und Abbruchhäusern und zahlen dafür oft Wuchermieten. Auch im Frankfurter Westend. Das Westend war vollkommen runtergekommen. Man versuchte dort abzureißen, die alten Jugendstilhäuser, Hochhäuser zu bauen. Das Bankenviertel, die Innenstadt, brauchte neuen Platz. Und da standen die Häuser leer im Westend. Und dann haben die Studenten
die keine Studentenbude gefunden hatten, die besetzt und haben gesagt, solange hier niemand einzieht, ziehen wir hier ein. Es wohnten 3.000 bis 4.000 junge Leute, Hausbesetzer in den Häusern, Mietstreiks der Italiener, der Arbeitsmigranten. Das Thema Wohnen war das Schlüsselthema der Stadt damals. Bestimmte Immobilienhändler. Es waren dann aber wirkliche Gangster, die Häuser haben leer stehen lassen, weil sie wollten, dass die zerfallen und sie dann eine Abrissgenehmigung bekommen. Nur 3 Tage nach den schweren Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten ist es heute in Frankfurt zu neuen Straßenschlachten gekommen. Den Hintergrund bildet die Absicht der Behörden, ein seit einem Jahr besetztes Haus zwangsweise zu räumen. Das waren dramatische Kämpfe. Die SPD mittendrin, Rudi Arndt, wir hatten dich gewarnt. Und am Schluss gab es erbitterte Kämpfe um jedes Haus. Da war ich das einzigste Mal in meinem Leben bei einer Demonstration dabei. Es wurde mit Steinen geworfen, es wurde mit Wasserwerfern geantwortet. Und dann sind wir also zwischen 4 und 6 Stunden in einer Zelle am Polizeipräsidium gelandet. Wir wurden einfach so einfach weggeräumt, ins Auto getrieben. Und irgendwann ging daneben eine Seitentür auf und da war das ein Freund meines Papas. Und dann hat er gesagt, mach, dass du heimkommst. Das Westend ist ja mehr zerstört worden durch diese Manipulationen als durch den Krieg. Aus dieser Konfrontation mit der Polizei ist dann diskutiert worden, warum werden die Häuser denn nicht vermietet. Viele der abrissbedrohten Villen wurden gerettet, viele Mieter allerdings vertrieben. Mit Büros lässt sich eben mehr Geld verdienen als mit Wohnungen. Was heute Wahrzeichen der Stadt ist, die Hochhäuser, war früher verpönt. Eine Augustnacht im Jahr 1973. Der Rohbau des Selmi-Hochhauses brennt in den obersten Etagen. Die Bürger verbinden mit dem höchsten Bürogebäude der Stadt skrupellose Grundstücksspekulation. Das Haus war eines der ersten Hochhäuser in Frankfurt und es hat gebrannt während dem Bau. Und wir standen da unten und johlten. Wir waren sehr jung und Hochhäuser waren nicht so unsere Sache. Die Feuerwehr kämpft stundenlang. Ihre Löschtechnik ist veraltet. Die erste Vermutung, Brandstiftung. Später wird ermittelt, ein defektes Schweißgerät hat das Feuer entfacht. Glücklicherweise kommt niemand ernsthaft zu Schaden. In Frankfurt wird nun ein Brandschutz für Hochhäuser entwickelt, der heute bundesweit gilt. Das Selmi-Hochhaus heute, umbenannt in Cityhaus 1. Ein Beispiel für die Versöhnung von Widersprüchen in dieser Stadt. Im 33. Stock liegt Christoph Mecklers Büro. Vor einigen Jahren hat er, der beim Brand johlte, das Haus saniert. Lange Zeit, man kann fast sagen über Jahrzehnte, vielleicht sogar bis vor 10, 15 Jahren noch, war das Hochhaus nicht gelitten in der Gesellschaft, sondern es war etwas Negatives, war negativ besetzt. Deswegen gab es dann so Diskussionen, das Hochhaus darf aber nur 120 Meter hoch werden, auf keinen Fall mehr. Der Widerstand gegen die rüde Baukultur wächst. Ein Plan muss her. Einige Jahre nach dem Brand wird der Stadtplaner Albert Speer beauftragt, einen neuen Hochhausplan zu erarbeiten. Da haben wir versucht, da eine gewisse Ordnung reinzukriegen und eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen.
also Mainzer Landstraße, die Hochhäuser an der Mainzer Landstraße, das Abschirmen des Westends, die Erhaltung des Wohnens im Westend. Im Laufe der 70er Jahre wachsen die Kolosse allmählich zur Silhouette zusammen. Bankfurt, Krankfurt, Gestankfurt wird die Stadt jetzt genannt. Vom schlechten Image profitiert Walter Wallmann. Im Juni 70 wird er Oberbürgermeister. Seit Kriegsende regiert erstmals die CDU in Frankfurt. Hilmar Hoffmann bleibt der SPD treu. Ob er sein Amt als Kulturdezernent behalten kann, ist offen. Und dann hat Dr. Wallmann mich gleich in der ersten Woche zu einem Gespräch eingeladen und hat gesagt, was haben Sie denn anzubieten? Und da habe ich ihm das Museumsufer angeboten. Und dann hat er nicht gesagt, Sie bleiben, sondern er fragte, ja, und was bauen wir dann als erstes, Herr Hoffmann? Ja, und ja, da habe ich gesagt, das Filmmuseum. Und dann hat er gesagt, und wo wollen Sie das bauen? Ich sagte, das Haus steht schon am Main-Kai. Und dann sagte er, ja, dann gucken wir uns das doch mal an. Und dann sind wir rüber marschiert und haben uns das angeguckt. Und da waren dann Gott sei Dank also 20 oder 30 Bänner. Leere Flaschen lagen da rum. Und das war schon also der Ästhetik von Walter Wallmann nicht zugänglich. Und als wir dann raus waren, hat er gesagt, also hier kommt das Filmmuseum hin. Und dann haben wir das gleich in Gang gesetzt. Das Filmmuseum eröffnet 1984. Eines von 11 Museen, die während der Amtszeit Hilmar Hoffmanns gebaut werden. Kostenfrei der Eintritt damals. Und das Museumsufer als Gesamtplanung habe ich der Stadtverordnetenversammlung nie vorgelegt. Denn dann hätte ich schon hochrechnen müssen, was es am Ende kostet. Und da hätten wir nicht ein einziges Museum gebaut. Und so haben wir ausnahmsweise mal nach der Salamitaktik ein Museum nach dem anderen gebaut. Und als dann das Ganze ein Museumsufer ergab, haben wir dann den Namen erst erfunden. Die Idee von Museumsufer hat quasi dieses Ufer auch der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Also da wären ganz normale Bürobauten entstanden mit Blick auf den Main. Der Main, früher stinkende Kloake. Heute ein Schmuckstück. Abseits der Hochhausschluchten atme ich Weite. Für eine besondere Verbindung zur anderen Uferseite hat sich Albert Speer eingesetzt. Und da haben wir eben dann einen Entwicklungsplan gemacht für beide Mainufer. Nicht nur bezogen auf die Museen, sondern ganz wesentlich bezogen auch auf den öffentlichen Raum. Die Fußgängerverbindungen über den Main, und daraus ist entstanden der Holbeinsteg. Die Idee war, das Bahnhofsviertel und die Innenstadt mit dem Museumsufer und den Museen zu verbinden. Der Steg führt in das internationalste Quartier Frankfurts. Alle treffen hier aufeinander im Bahnhofsviertel. Vor allem auf dem Kaisermarkt stehen sie zusammen. Von der bewegten Geschichte des Viertels kann Gisela Paul viel erzählen. Es war ja 82 das schlimmste Viertel, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Und es wurden damals die Bandenkriege richtig auf offener Straße ausgeführt. Das waren die Kiezkriege, die also in Berlin, über München, über Hamburg getragen wurden. In Frankfurt, die waren wieder an der Spitze mit Reitoden. Das war also eine sehr, sehr böse Zeit. Es ist keine normale, keine bürgerliche Frau, ist durch diese Straße gegangen, ohne Angst zu haben. Und die Leute haben es also gemieden, durch die Kaiserstraße zu gehen. Das Bahnhofsviertel, Entree der Stadt und Schandfleck. Nicht im Sinne Walter Wallmanns. Mitte der 80er will er im Bahnhofsviertel aufräumen. Die Bordelle sollen in entlegene Bezirke ziehen.
Doch es gelingt ihm nicht, die Herren aus dem Milieu von hier zu vertreiben. Auch das ist ein Gesicht Frankfurts. Für Neueinkömmlinge schon gewöhnungsbedürftig. Ich kam 1990 aus Freiburg. Das war eine schöne Stadt, eine Studentenstadt. Und dann hier war erstmal Realität. Es war nichts, wo man unmittelbar sich wohlfühlte. Da hatte ich schon Bauchschmerzen, weil Frankfurt einen sehr schlechten Ruf hatte. Es gab viel Kriminalität. Ich glaube, Frankfurt war die Nummer eins in der Mordstatistik. Es gab das Drogenviertel am Bahnhof. Die Taunusanlage war eigentlich nicht begehbar damals. Und das war sicherlich das, was man mit Frankfurt assoziiert hat. Die Stadt empfängt Gäste aus aller Welt. Und dieses Entree passt einfach nicht ins Bild. Im Bahnhofsviertel liegen Spritzen der Drogensüchtigen. Drogentote machen Schlagzeilen. Das war also so ein Treffpunkt, Taunusanlage mit Drogenabhängigen. Die ersten Druckräume waren nach dem Schweizer Modell, hatte das unsere liebe Oberbürgermeisterin Petra Roth dieses Ding durchgesetzt und installiert, wo ja auch keiner so Verständnis dafür hat. Es hat ja alles erst seine Befürworter gebraucht. Ungewöhnliche Bündnisse schon in den 90ern. Oberbürgermeisterin Petra Roth, CDU, veranlasst Heroin kontrolliert an Abhängige abzugeben. Folgt einem Vorschlag der Grünen gegen ihre eigene Partei. Und dann hieß es auf einmal, auf der Kaiserstraße soll es einen Wochenmarkt geben. Und ach du lieber Gott, keiner wollte dran, es wollte wirklich keiner dran. Und wir haben also dann angefangen am 7. November 1999 mit dem ersten Markttag. Vor mir saß aus den neuen Bundesländern ein junger Mann, der jeden angesprochen hat, haben Sie mal den Markt, haben Sie mal den Markt. Also ich höre heute noch, haben Sie mal den Markt, das höre ich heute noch im Ohr. Und es regnete, es war diesig, es war kalt und, es war windig. Und ich wusste jetzt nicht, ist es der Wind oder ist es der Regen, der die Tränen da in die Augen treibt, oder ist es im Moment tatsächlich das Bewusstsein, um Gottes Willen, wo bist du hier gelandet? Und hatte dann auch wirklich für einen Tag oder für zwei Tage das Gefühl, die haben alle recht, das kann hier nie was geben. Gisela Paul wird mit ihrer hausgemachten Frankfurter grünen Soße stadtbekannt. Grisos, sagt übrigens der Frankfurter. Der Gülze brachte einst nach Haus von einer seiner Reisen die Rezeptur der Kräutersoße, die wünschte er zu speisen. Ja, dem sein Singen hat sie im Dr. Hochs Konservatorium gelernt, bis zur kleinen Opernreife. Die gut Grisos gemacht. Ja, Grisos macht gute Laune, die hält dich fit, bringt dich auf Trab. Ja, Grisos macht gute Laune, du bist so drauf und nicht so genau. Und wir haben innerhalb von einem Vierteljahr eine Akzeptanz der Kunden erfahren und ein, mein Gott, wie schön ist das hier, wie familiär und wie toll. Gisela Paul und die anderen Marktleute haben Anwohner und Banker im Bahnhofsviertel zusammengebracht. Das Viertel ist inzwischen ein begehrter Wohnbezirk. Das hat die üblichen Folgen. Die Mieten steigen, Wohnungen sind kaum noch bezahlbar. Eine Stadt ist das Auffangbecken einer gesellschaftlichen Gruppierung, wenn Sie so wollen. Und so hat jeder seinen Teil und seine Berechtigung, in der Stadt zu leben. Und für all diese Menschen müssen eben Räume geschaffen werden, in denen sie gut leben können. Und zwar nicht die einen irgendwo ausgegliedert am Stadtrand, sondern das muss einfach auf dem Grund und Boden eine gemischte Situation bleiben. Frankfurt, Stadt der Widersprüche. Die Taunusanlage verbindet das Bahnhofsviertel mit dem Areal der Banken. Warum wuchsen Frankfurts Häuser immer höher? Rolf Breuer, früher Vorstandssprecher der Deutschen Bank, hat es miterlebt. Wir platzten aus allen Nähten. Das war einfach nicht mehr hinnehmbar.
Und überall hatten wir angemietet, im ganzen Westend und darüber hinaus. Und die Frage war, kaufen oder mieten. Und wir hatten uns dann zu kaufen durchgerungen. Und auf der Suche nach Objekten kamen wir auf dieses Grundstück. Das Gebäude war bereits im Bau. Ursprünglich hätte es ein Hotel werden sollen. Innen war es nicht ideal. Zwei Türme und wie kommunizieren die Mitarbeiter, die vom einen Turm in den anderen wollen. Die müssen erstmal runterfahren durch die Eingangshalle und dann aus dem anderen Turm wieder hoch. Aber wir haben das in Kauf genommen. Natürlich, wenn man schon nach oben baut, will man natürlich aus Kostengründen möglichst viel nach oben bauen. Und wir haben uns immer damit herausgeredet, dass wir gesagt haben, die anderen sind zwar höher, aber wir haben zwei. Und es ist dann zu einem Wahrzeichen geworden, nicht nur für die Deutsche Bank, sondern auch für den Finanzplatz. Die Bankenstadt Frankfurt hat heute ein neues Wahrzeichen. Die neue Europäische Zentralbank. Rund 3000 Menschen arbeiten hier. Auch Hans-Joachim Klöckers. Mitte der 90er war er schon beim Aufbau der neuen Notenbank dabei. Frankfurt hat sicherlich davon profitiert, dass die EZB hier hinkommt. Also es gab schon das Europäische Währungsinstitut, das 1994 nach Frankfurt kam. Das war also der Vorläufer der Europäischen Zentralbank. Das hat die Zentralbank vorbereitet. Es war im gleichen Gebäude, also in dem ehemaligen BFG-Hochhaus, der Eurotower heute. Also ich meine, schauen Sie Nachrichten in der ganzen Welt. Sie sehen dieses Euro-Symbol, Sie sehen den Tower dahinter. Heutzutage sehen Sie das neue Gebäude. Das Image von Frankfurt wurde sicherlich deutlich aufgewertet. Für den Bau wurde extra der Hochhausplan geändert. Wieder einmal steht alt gegen neu. Die denkmalgeschützte Großmarkthalle muss integriert werden. Wieder verdichtet sich Geschichte. Von hier deportierten einst die Nationalsozialisten jüdische Familien in die Vernichtungslager. Wie rasch sich Wirklichkeit wandelt. Hier wird heute über Europas Geldpolitik entschieden. Am Tag der Eröffnung zeigt sich, an Frankfurts neuem Wahrzeichen entzünden sich jetzt die Proteste. Junge Menschen aus ganz Europa wehren sich gegen soziale Ungerechtigkeit, Finanzspekulation, Turbokapitalismus. Wenige mit Gewalt. Und das lange vergessene Ostend wandelt sich mit. Natürlich hat die EZB bewirkt, dass es jetzt bekannter ist. Alles um das EZB herum wird in Augenblicken Eigentumswohnungen gemacht. Einerseits, klar, man trauert der guten alten Zeit nicht. Aber da kann man auch heute noch trauern der Bierkneipe, wo es das Bier für 1 Euro gab, für 1 D-Mark. Für Adi Goldmann gehört Veränderung zum Leben. Sonst stünde alles still. Er hat im Ostend viele der alten Gebäude saniert. Neue Geschäfte und Restaurants haben sich angesiedelt. Diese Gegend kennt er schon viele Jahre. Ein Industrieviertel. Er entdeckt den rauen Charme bereits als Kind. Als Kind hat man noch immer in Abenteuerspielplätzen gespielt oder auf Baustellen, leerstehenden Fabriken. Das war bei mir auch schon immer so. Deshalb war es ja klar, dass ich ins weite Ostend natürlich mich angezogen habe. Ich habe hinten geschnüffelt bei den leerstehenden Hallen in dem Hafen, der sehr wild auch heute noch ist. Und das ist einfach spannend. Das Ostend wurde immer als hässliches Entlein bezeichnet, eine Industriebrache. Und habe das Ostend, sage ich mal, in seiner Hässlichkeit
Und das ist, man muss das sehen. Hässlichkeit ist wunderbar, weil Hässlichkeit hat viel mehr Facetten als Schönheit. Adi Goldmann hat viele Blickpunkte in diesem Viertel gesetzt. Er sieht die Anmut in Gebäuden, die nur wenigen auffallen. Einen Traum hat er sich auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei erfüllt. Ein Miniaturstadtviertel mit Geschäften, Theater, Restaurants und Wohnungen. Schon Ende der 90er ein Szenetreff. Die 80er, die 90er waren die Hochzeiten von Frankfurt. Und danach ist es gestorben. Also danach ist es, weil immer mehr Banker, immer mehr der Druck, Frankfurt wird immer teurer. Die Nischen sind weggefallen. Die Hanauer Landstraße war ja früher Nischenprodukt. Manches ist doch von Dauer. Auf dem Weg in die Innenstadt liegt die legendäre Metzgerei Gräf Völsing. Rhein-Rindswurst schon seit 1894. Einer dieser Orte, die Frankfurt so liebenswert machen. Bei Frankfurt weint man zweimal. Einmal, wenn man kommt, weil alle erzählen, wie hässlich es ist. Und das zweite Mal, wenn man geht, weil man sie so lieb gewonnen hat. Ich sag, das ist wie sein Teddybär, den man seit 30 Jahren noch immer hat, der zerrupft ist, aber man will ihn nicht weggeben. Manhattan. Mitte der 90er im Abschiedsschmerz. Im Dezember 94 verlassen die letzten GIs Frankfurt. SPD-Oberbürgermeister Andreas von Schöler sagt zum Abschied, aus Siegern seien Freunde geworden. Der Zerfall der Sowjetunion macht den Abzug möglich. Fast ein halbes Jahrhundert waren die US-Streitkräfte in der Stadt. Ihr Hauptquartier war seit 1945 das IG Farbenhaus. Von hier aus machten sie Frankfurt nach dem Zweiten Weltkrieg zur Finanzhauptstadt. Viele GIs haben hier eine zweite Heimat gefunden, verlassen Frankfurt mit schwerem Herzen. Nun werden riesige Areale frei für eine neue Nutzung. Die Stadt wie immer im Wandel. Schon Anfang des neuen Jahrtausends zieht die Johann Wolfgang Goethe-Universität in das Haus ein. Der Campus Westend entsteht. Heute kommen Studenten aus ganz Europa. Frankfurt hat diese Dynamik der Menschen angenommen, die wahrscheinlich in keiner anderen deutschen Großstadt so international, zunächst amerikanisch, dann aber weltweit international ist. Jeder hat irgendwelche Ideen und Initiativen architektonisch hier hingestellt und das gleichzeitig alle Stile nebeneinander und jetzt wird das Mittelalter noch reingeführt. Manche mögen das, ich halte das für Mickey Mouse. Aber das ist eben auch eine wunderbare Geschichte, dass das alles in Frankfurt gleichzeitig möglich ist. Eine Idee fürs Ganze gab es nie, aber es gab ungeheuer viele Energien, die diese Stadt dramatisch schnell und bis heute in einer Widersprüchlichkeit, dass die Menschen manchmal kaum hinterherkommen, verändert haben. Und immer wieder Schlüsselthema, der Wohnungsbau. Wie im neuen Europaviertel. Wenn Sie mal überlegen, dass unsere Städte immer weiter ausufern, dass wir immer mehr die Landschaften zerstören, dann wird plötzlich der Gedanke des Hochhauses ein ganz plausibler. Ja, warum muss ich hier in einem solchen Haus die Tausenden von Leute alle in flache Häuser setzen und damit große Flächen zerstören? Ist doch sehr viel einfacher, sie zu stapeln und dann unten einen lebendigen Sockel zu haben, der sozusagen Teil der Stadt ist. Neben den blanken Fassaden bröckelt der Putz. Auf der Straße Obdachlose, im Hinterhof feiert die feine Gesellschaft.
Es fehlte ein Ort in diesem ganzen Gewimmel zwischen Rotlicht im Bahnhof und der Hochkultur, an dem sich die Szenen der Großstadt mischen. Die 68er bestimmen heute mit in dieser Stadt. Johnny Klinke zog es, anders als viele seiner Freunde, nicht in die Politik. So, das ist die Legende, Leute. Wir sind die Kleinen aus dem Hinterhof. Und hier ist die Legende. Das Varieté-Theater Tigerpalast hat er mit seiner Weggefährtin Margareta Dillinger aufgebaut. Als ich den Hinterhof in der Heiligkreuzgasse im wirklich Immobiliengebiet 13C am Rande der Innenstadt gesehen habe, eine runtergekommene Kapelle der Heilsarmee, da wusste ich, das wird mein Palast. Kein Geld, aber ein Riesenherz und einen Namen, Tigerpalast, eine Ironie auf die Banken. Jeden Abend strömen hier Menschen aus allen Klassen, Massen, Rassen, Geschlechtern und Sportvereinen zusammen. Das ist keine Familie, da sind Freund und Feind, die zusammensitzen, ohne sich den Schädel einzuschlagen. Und das ist die Riesenkulturleistung des Tigerpalastes, meine Damen und Herren. Mitbegründer, ein Freund aus 68er-Tagen, der inzwischen verstorbene Kabarettist Matthias Belz. Am Anfang hieß es, ich sei der Bürgermeister der Nacht, weil sich da die Szenen alle mischten. Und weil man bei den Premieren zu einer außerordentlichen Gesprächskultur damals kam. Da wurden Dinge entschieden und beredet und überlegt. Ist Rot-Grün möglich in Deutschland? Es war der Versuch, in dieser Stadt eine Idee zu entwickeln, die in Frankfurt all diese Energien zusammenbringt. Schmelztiegel und kleine Weltstadt wächst empor, ungerührt. Kaum hat man sich umgedreht, ist schon wieder ein Bauwerk verschwunden. Frankfurt, eine Diva mit Makeln. Manchmal wunderschön, manchmal spröde und widerborstig. Gerade deshalb für mich so liebenswert. Mein Glück, Frankfurterin zu sein.